Am Samstag gegen 21.30 Uhr kam es auf der Reutlinger Straße im Stadtteil Simmingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwischen einer 20-jährigen VW-Golffahrerin und einer 24-jährigen Ford Focus-Lenkerin kam es auf Höhe des dortigen Pennymarktes aus noch ungeklärter Ursache zu einer Frontalkollision. Ja, wir sind zu einem Verkehrsunfall 2 alarmiert worden, einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw im Stadtteil Silmingen auf der Reutlinger Straße. Beim Eintreffen war eine Person bereits von Unfallzeugen aus dem Fahrzeug befreit worden. Die zweite Person befand sich noch im Fahrzeug, war allerdings nicht eingeklemmt, aber eingeschlossen. In Absprache mit dem Rettungsdienst haben wir eine schonende Rettung durchgeführt und konnten so dann die Patientin möglichst schonend aus dem Fahrzeug befreien. Die Feuerwehr Filderstadt wurde unterstützt durch Feuerwehr Leinfeld-Echterdingen. Wir waren mit insgesamt 5 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Beide Fahrzeuglenkerinnen wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden mussten. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt, der noch an die Unfallstelle kam. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro beziffert. Die Reutlinger Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.